Hallo zusammen, schönen Gruß aus der Lüneburger Heide. Es ist Sommer, ein herrlicher Tag. Auf meinem Rücken habe ich was ganz Besonderes, und zwar ist es ein Prototyp. Von diesem Rucksack gibt es im Moment nur 2 Stück auf der Welt und einer davon hat es hierher nach Müden geschafft. Was es damit auf sich hat, wie du bei der Entwicklung von dem Fotorucksack für Wanderer mitwirken kannst und so weiter, darum geht es in diesem Video. Mit dem Fotografieren habe ich beim Wandern angefangen. Also ich habe erst gewandert und dann angefangen zu fotografieren. Dann habe ich wildere Touren gemacht, Bergsteigen und so weiter und so fort. Die Kamera wurde immer größer und die Suche nach dem perfekten Rucksack ging los. Den kann es nicht geben, natürlich nicht. Wenn ich mehrere Tage unterwegs bin mit Zelt, Schlafsack und so weiter, dann brauche ich einen großen 70-Liter Rucksack. Und dann mache ich das tatsächlich so, dass ich die Kamera in der Cozy-Speed-Tasche meistens oder eine andere Tasche, halt, die passend ist, je nach Kamera, an der Hüfte habe oder außen in den Rucksack schnalle. Und den Rucksack, den trage ich ja nur 3, 4, 5 Stunden am Tag. Den Rest des Tages habe ich die Kamera trotzdem griffbereit. Also eine ideale Kombination, eine kleine und eine große Tasche. Ja. Wenn ich hier zum Shooting fahre, ganz normal mit dem Auto, dann nehme ich tatsächlich eine Plastikkiste und schmeiße mal ganz Zeug da rein oder einen Ikea-Sack. Ist viel praktischer als ein Rucksack. Und wenn ich wandern gehe oder Fahrrad fahren gehe, dann gab es bislang noch keine Lösung. Ich kenne wirklich keinen richtig guten Wanderrucksack, der ideal ist für Fotografen. Und mit Fotografen wandern meine ich jetzt wirklich Wandern und Fotografen. Also nicht, du willst Tiere fotografieren und hast 600 mm Tele dabei, dann brauchst du einen großen, schweren Rucksack. Sondern du gehst wandern, 3, 4, 5 Stunden wandern, hast deine Regenjacke dabei, den Proviant dabei und halt eine Kamera und 1, 2 Objektive, sowas in der Art und Weise. Und genau das gab es bislang nicht und deswegen habe ich mit Cozy Speed gesprochen. Cozy Speed baut diese Taschen schon sehr lange, die haben viel Erfahrung mit Taschen, aber nicht mit Rucksäcken. Dann habe ich den Thomas bequatscht und du, ich will einen Rucksack haben. Und er hat gesagt, nee, will ich nicht. Und dann habe ich nicht locker gelassen. Und irgendwann hat er gesagt, na gut, du hast mich überzeugt. Und dann sind wir losgegangen und haben uns Wanderrucksäcke angeschaut und überlegt, welcher Wanderrucksack ist denn gut und warum. Und es gibt ganz viele Wanderrucksäcke mit verschiedenen Zielgruppen natürlich. Wir haben uns dann entschieden für einen Rucksack von VD. So um 40 Liter habe ich gesagt, will ich haben, dass ich auch meine größere Kamera reinpacken kann, dass ich auch meine Winterjacke reinpacken kann und so weiter. Also nicht zu klein, aber auch nicht zu schwer. Immer so ein bisschen die Abwägung natürlich. Und VD, wenn du die Firma nicht kennst, schau dir das mal an. Das ist wirklich eine gute Firma im Sinne von, die achten auf Arbeitsbedingungen von den Angestellten, die achten auf Umweltschutz bei der Herstellung und so weiter und so fort. Also die geben sich Mühe, eine gute Firma zu sein, wenn ich das so sagen darf. Ich habe sonst keine Beziehung dazu. Und der Disclaimer, ich habe keine finanzielle Beteiligung mit dem Rucksack. Ich will einfach einen coolen Rucksack haben. Das ist mein Bedürfnis. So, und dann haben wir also den VD-Rucksack genommen, sind zu denen hingefahren und gesagt, sowas wollen wir haben, nur für Fotografen. Wie können wir das machen? Und haben uns mit denen zusammengesetzt, Workshops und so weiter und so fort. Und rausgekommen ist eben dieses hier, das ist ein Prototyp, das ist noch nicht fertig. Der hat noch ein paar Macken und es gibt auch noch Möglichkeiten, das Ganze zu verändern. Ich gehe den Rucksack mal der Reihe nach durch. Angefangen haben wir mit dem Rückenteil. Ich wollte halt ein Rückenteil, bei dem ich nicht so doll schwitze, wo ich gut lüften kann. Das ist von VD Standard, das haben die nicht für uns entwickelt. Das gibt schon, keine Ahnung, wie viele tausend Rucksäcke sie schon damit ausgestattet haben. Und wenn du nicht weiß, ob der dir passt, ob der für dich angenehm ist, je nachdem wie groß, klein, breit und so weiter du bist, kannst du ins gut ausgestattete Sportgeschäft gehen, die halt eben VD-Sachen haben und so einen Rucksack aufsetzen, so um 40 Liter, und dann weißt du, ob das Rückenteil passt. Das ist schon mal ein Vorteil und die, wie gesagt, die können Rucksäcke bauen, das machen die schon lange. Dann ist hier an der Seite ein Reißverschluss für den Laptop, da passt ein 15er MacBook rein. Aber mir war natürlich wichtig, dass ich meinen Laptop mitnehmen kann. Natürlich kann da auch was anderes rein. Also muss ja nicht, den nehme ich ja nicht oft beim Wandern mit, aber so wenn ich eine Nacht unterwegs bin, mit Zug irgendwo hinfahre, dann habe ich halt noch meinen Pyjama und die Zahnbürste dabei und den Laptop. Und dann kann ich den Laptop im Hotel lassen oder mitnehmen, je nachdem. Also ich habe hier ein Laptopfach und zwar am Rücken dran. Das ist das Gewicht von dem Laptop, weil der häufig relativ schwer ist, nah am Rücken ist. Wir haben auf beiden Seiten Seitentaschen, wo man Stativ reinpacken kann, Wanderstöcke, Wasserflasche und so weiter halt. Das ist im Moment noch nicht richtig, so wie es sein soll. Im Moment ist es ein weiches Netzteil, das wird nachher stabiler sein. Hier ist ein Gummizug, der hält das Stativ nicht. Da wird nachher ein festes Band sein. Das sind solche Sachen, ganz typisch Prototyp, wo VD gesagt hat, die bauen das so, wie sie es kennen, für Wanderstöcke. Und ich sage, ja, mein Stativ ist schwerer als ein Wanderstock. Das hält nicht. Das hält für einen Wanderstock, aber es hält nicht für ein Stativ. Das werden wir also definitiv ändern. Dann, wenn ich nach oben gehe, habe ich hier oben drauf 2 Laschen, die ich in der Länge verstellen kann. Da kann ich meine Jacke raufschnallen oder einen zweiten Rucksack raufschnallen oder sowas, was auch immer. Also man hat einfach zusätzliches Ablagefach quasi darüber. Und hat ein großes Deckelfach, einschließlich einem kleinen Netzteil da drin für Schlüssel, Handy, wie auch immer. Und jetzt kommt Kamerazugriff. Kamerazugriff haben Fotorucksäcke eigentlich immer hinten. Machst einen Reißverschluss auf, klappst einen halben Rucksack auf. Das geht bei uns nicht wegen dem Rückenteil. Deswegen haben alle Fotorucksäcke kein Netzteil, sondern halt einen flachen Rücken, weil das ist einfach mit einem Reißverschluss. Und dann schwitzt man mehr. Ist halt wieder so. Wie oft brauche ich das und so weiter. Wir haben uns also entschlossen, wir machen die Kamerazugriff von vorne mit allen Vor- und Nachteilen, die das halt hat.
Ich habe hier einen großen Reißverschluss und habe dann da drin einen ganz normalen Kamera-Inlet, dass ich mir mit den Klett-Einteilern halt einteilen kann, wie ich möchte. Eine Kamera, zwei Kameras, Stative, Objektive und so weiter. Kann ich da alles reinstopfen. Und oben unterm Deckel haben wir ein zweites Fach. Groß, wo man optional auch ein Kamera-Inlet noch reintun kann. Oder das muss man nicht dazu nehmen, also hat man einfach ein zweites Fach. Das war mir ganz wichtig, weil ich Fotorucksäcke nicht kenne mit zwei Fächern. Aber ich habe ja nicht nur eine Kamera dabei, ich habe ja auch Zeug dabei. Proviant, Red Bull, die Jacke und so weiter. Das ganze Zeug, was ich drumherum habe, das will ich ja auch irgendwo hinpacken. Das soll sich nicht immer mit der Kamera vermischen. Und deswegen wollte ich ein zweites Fach haben. Und deswegen haben wir das hier oben reingemacht mit einem oben Zugriff. Du kannst oben die Kamera reinmachen, unten die Kamera reinmachen, oben und unten eine Kamera, wie du halt möchtest. So, das sind die wesentlichen Funktionen des Rucksacks. Wie gesagt, ich habe es gesagt, 45 Liter. Der Rucksack ist nicht wasserfest. Es gibt aber eine Regenhülle dazu, die ist im Preis enthalten, sodass du selbst entscheiden kannst, heute brauche ich diese nicht oder nimmst sie halt mit. Das ist immer eine Abwägungssache, weil wasserdichtes, dickeres Material, schwerer, hat für und wieder. Es ist ein Rucksack für leichte Tageswanderung und deswegen haben wir uns entschieden, dünneres Material zu nehmen. So, vom weiteren Ablauf her. Schreib bitte Kommentare, was du dir wünschst. Der Plan ist, dass wir im September ins Crowdfunding gehen und der dann nächstes Jahr im Frühling ausgeliefert wird. Im Crowdfunding wird er deutlich günstiger sein als später im Geschäft, wie immer. Und das heißt, jetzt gibt es noch Möglichkeiten, mit VOD zu sprechen und zu sagen, wir brauchen noch dieses jenes Feature. Wenn du also irgendwas hast, was du unbedingt haben willst, in so einem leichten Wanderrucksack für leichte Tagestouren, nicht für Skibergsteigen eine Woche irgendwie in den Alpen unterwegs, sondern leichte Wanderungen, dann lass mich das gerne im Kommentar wissen. Zur Farbe noch ganz kurz. Das ist nicht die Farbe, die ihr später haben wird. Das ist halt so eine Trendfarbe, die wir jetzt einfach mal genommen haben. Ich habe gesagt, es muss ein Rucksack sein, der zu einer gelben Influencer-Jacke passt. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, der erste Rucksack wird schwarz sein. Wenn wir sehr viele davon verkaufen, also nicht wir, Cozy Speed, ich kriege mich da nicht dran beteiligt, dann wird es weitere Farben geben, quasi Stretch Goal. Aber erstmal fangen wir mit schwarz an, weil schwarz irgendwie im Zweifelsfall für jeden so ein bisschen passt. Also, das war's. Ich hoffe, das war interessant. Ich hoffe, ich habe Lust gemacht aufs Wandern. Es ist Sommer. Und freue mich auf Feedback, freue mich auf Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie doof war das mit dem blöden Hund? Man hat ihn gar nicht gehört. Ah, sehr gut. Das Ding habe ich immer mal aufgesetzt. Ja, habe ich gesehen. Und weil du nicht reagiert hast, bin ich davon ausgegangen, dass man es nicht sieht. Ich weiß nicht, da finden wir sicher einen Wort, ja, ja. Genau, wenn man dann... Ja, ja. Aber du kannst jederzeit reinquatschen und so, mich unterbrechen und so.